Hallo Leute, der Valrock, wir hier zurück mit Let's Play Final Fantasy 8. Heute wollen wir zusehen, dass wir Rhenoa doch noch irgendwie gerettet bekommen. Und dazu müssen wir uns zum Hexen-Mausoleum aufmachen. Ich hoffe, man hört nicht das Auto, das gerade bei mir draußen vorbeifährt. Das ist laut. Moment. Wir sind hier. Wie kommen wir jetzt darauf? Wir sind mit dem Raumschiff hierher geflogen. Warum soll es eigentlich nicht auch weiterfliegen? Sonst haben wir eigentlich keine Gelegenheit, hier wegzukommen von der Insel. Nur die klingt jetzt auch gerade wieder so fröhlich, als wäre alles in Ordnung. Einen kurzen Break machen, bin gleich wieder da. Oder auch nicht. Hat sich schon erledigt. Ja, nee, wie kommen die denn hier? Oder, ja, zumindest Irvine. Wie bist du hierher gekommen? Ach, okay. Bin einfach etwas umhergestreift. Ne, Moment. Er hat in der Fluchtkapsel irgendwie rumgemacht. Ach ja, er hat sie versucht irgendwie zu steuern, dann hat der Aufschlag ihn erstmal eine Zeit lang ausgenockt. Als er wieder zu sich kam und waren dann nur noch er und Pete. Pete? Ah, das war der Typ, der mit uns geflohen ist. Kein Anzeichen von ihr. Ich hoffe, es ist in Sicherheit. Dann kam nach einiger Zeit der Rettungstrupp aus Esther. Sie haben mir von dem Schiff erzählt und das mit dir und Renoir. Sie haben mich hierher gebracht. Das sehe ich. Als du da in den Weltraum hinaus bist, habe ich mir nur gedacht, ich habe mich gefragt, ob ich selbst irgendwas sowas tun könnte, so etwas Heldenhaftes. Also, wo ist das Heroin? Ach nee, das ist die Heldin. Hero, Heroin, so ist das, glaube ich. What's up, Squall? Bin ich froh, dich zu sehen. Ich sag dir das jetzt nicht gerne, aber wir haben ein ziemliches Problem. Und hier kommt's. Etwas Gewaltiges, das Lunatic Pandora heißt, komm irgendwo aus dem Nirgendwo. Matron weiß nicht, was sie damit tun soll. Was ganz okay ist. Matron ist keine Hexe mehr. Matron hat ihre ganze Macht an jemanden weitergegeben, ohne es zu merken. Ja, das wissen wir. Und, naja, das galvanianische Militär kontrolliert die Lunatic Pandora. Sie haben es aus dem Ozean geborgen, wo es Esther vor Jahren versenkt hat. In der Lunatic Pandora gibt es etwas, das Kristallpillar heißt. Ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt. Nennen wir es einfach CP. Gibt es ein CP? Er ruft die Monster vom Mond her. Die Monster sind vom Mond herabgefallen. Totale Panik. Es waren nicht nur Monster, die heruntergefallen sind. Die Hexerde kam zusammen mit ihnen und hat sich mit der Maschine vereint. Ich schätze, der Strom der herabfallenden Monster, die Maschine eingeschlossen? Engulfed, weiß ich gerade nicht.
Und die Lunatik, oder umgeben, und die Lunatik Pandora hat Adele aus diesem Strom aufgenommen. Dr. Dune denkt, dass das das wahre Ziel der Calvadianer ist. Das heißt, Zell, das ist jetzt genug. Askeball. Ich weiß, wir haben einige Probleme. Aber ich kann jetzt nicht darüber nachdenken. Was gibt's? Renoa ist jetzt die Hexe. Sie hat Martrons Kräfte. Eine Eskorte aus Estha hat sie mitgenommen. Renoa ist jetzt in Estha. Wir müssen zu ihr. Wurde sie dazu gezwungen? Nein, es war Renoas Entscheidung. Sie hatte Angst, davor, eine Hexe zu sein. Angst davor, gefürchtet und gehasst zu werden. Angst davor, dass niemand mehr bei ihr sein möchte. Sie hat gesagt, damit könne sie nicht umgehen. Hast du nicht versucht, sie aufzuhalten, Sura? Es war Renoas Entscheidung. Was für ein Recht habe ich, das zu bewerten? Oh Mann, hör auf! Was redest du da? Warum begibst du dich so tief ins All hinein, um sie zu retten? Und dann lässt du sie einfach gehen. Um ihr einfach den Estar-Leuten auszuhändigen. Das bedeutet, dass du sie nie wiedersehen wirst. Habe ich nicht recht? War es nicht, weil du zusammen mit Renoir sein wolltest? Du bist ein Idiot. Aber mal wirklich mal. Vielleicht. Jetzt sieht er gerade ein, dass er doch ein ziemlicher Vollidiot ist. Er hat sie gerettet aus dem Welt, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und lässt sie dann einfach gehen. Musik ist. Hast du dich entschieden? Auf nach Esther, Pandora, wie auch immer, und die Hexe Adele sind meinen Händen entglitten. Ich weiß überhaupt nicht mal, wo ich nach Eleonie suchen soll. Das Einzige, was ich weiß, ist Renoir. Das Einzige, was ich jetzt für richtig halte oder was ich tue, ist für sie. Wir holen Renoir zurück. Ja, das ist doch mal ein Wort. So. Wow. Was geht denn da vor sich? entschuldigt, fliegen wir? Ich mag diese Musik hier. Ich hoffe, das ist nicht der Fall, aber ich kann mir vorstellen, wie Selfie das Ding fliegt und Selfie schreit, wuhu, wir fliegen. Und direkt neben mir steht ein ziemlich aufgeregter Arbeiter. Das ist mal eine geile Sache, oder? Wir haben ein Raumschiff. Selfie freut sich da mit Sicherheit wie ein Honigkuchenpferd. Wir fliegen. Selfie ist einfach der Wahnsinn. Ist es sicher, dass du das Teil fliegen kannst? Das ist ziemlich einfach. Ich weiß nicht. Irgendwie wird schon gut gehen. Aber ich gebe keine Garantie, dass ich irgendwo da reinkrache. Selfie, auf nach Esther! Sie ist vielleicht im Hexen Memorial. Wir gehen und retten Renoir. So, nun haben wir die Ragnarok für unsere Zwecke. Und ja, mit A steigen wir wie gewöhnlich aus. Ah ja, und mit dem Pfeiltasten oder dem Cursor gehen wir rauf und runter. Ich krieg das mit den Tasten irgendwann schon noch hin. Wir können auch ins Schiff gehen. Wir können unsere Gruppe dann dementsprechend mal aufbauen. Wo
Oder auch nicht. Hallo? Doch. Ah, jetzt habe ich den Vorwärtsgang gefunden. So, dann auf zum Hexenmemorial. Grob auf dieser kleinen Einbuchtung da. Irgendwo hier muss sein. Genau. Und das Schöne ist, ich kann jetzt auch mit diesem Schiff ganz einfach mal über Esther hinwegfliegen und allgemein die Grenzen von Esther wieder überschreiten und kann auch wieder mal zurückfliegen. Was auch sehr angenehm ist. Aber jetzt machen wir doch erstmal mal weiter. Selfie hat einen sehr wackeligen Flugstil. Landung. Halt. Runter. Ah, okay, und wir müssen daneben landen. Okay, jetzt ist unsere Gruppe so aufgeteilt. Können wir das noch ändern? Ich will eigentlich wieder Irvine dabei haben. Nein, das können wir nicht. Aber wir könnten Quistis mit Renoir tauschen. Dann ist Quistis immerhin gekoppelt. Xel ist es hoffentlich noch? Ist er es? Nein, ist er nicht. Dann machen wir das noch schnell. Ich weiß nicht, obwohl, das passt schon so. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt nötig ist, aber... ja. Ein Drawpunkt. Stopp. Ach, nehmen wir mit. Ihr möchtet euch von eurer Kameradin jetzt verabschieden. Ich mache eine Ausnahme. Geht weiter. Cool, ich hatte eigentlich gedacht, wir müssen uns als durchprügeln, aber so geht's natürlich auch. Was macht ihr hier? Das ist ein Sperrgebiet. Wir tun, was wir schon hätten eher tun sollen. Ich weiß es einfach nicht, bevor ich es nicht getan habe. Worüber sprichst du? Ich weiß, was ich tun will und tun muss. Es gibt nur eine Chance und ich blicke einfach nicht zurück. Ich nehme Renoir jetzt mit mir. Was? Das ist nicht dein Ernst. Es ist zu spät. Geh, Spore. Renoir, halte durch. Ich hab dich in einer Sekunde wieder rausgeholt. So wird das nix. Was soll ich tun? Komm schon. Ja, wenn's nicht anders geht, rohe Gewalt. So muss das sein. Na, das ging ja verhältnismäßig einfach. Skorol, nicht, ich bin eine Hexe. Das interessiert mich nicht. Renoir, Skorol. Lass uns gehen. Gut, dann würde ich es. Ich wollte gerade sagen, wir gehen beim nächsten Mal, aber die gehen jetzt gerade von selbst. Wer kommt da? Jemand, vor dem die salutieren und der eine Punkte von sich gibt. Und uns wohl die Anweisung gibt zu gehen. Ich habe so eine Ahnung, wer das ist. Aber wer es ist, das verrate ich erst beim nächsten Mal. Jo, bis dahin. Ciao, ciao.